Hallöchen Leute und willkommen zurück zur nächsten Folge des Gartensimulators. Ja, wir sind wieder in den morgigen Stunden, genau um 8.12 Uhr jetzt gerade. Und machen weiter mit unseren täglichen Aufgaben und schauen dann mal, wie wir unseren Garten weiter dekorieren können. Wie gesagt, diese Plattform, das haben wir jetzt bloß mal so gestellt, dass es erledigt ist, dass wir den Stand schon bauen konnten. Wir könnten eins machen, auf kurz oder lang gesehen, dass man hier wie so eine Fläche baut, dann das Gartenhäuschen hinsetzt, einen Sonnenschirm hinsetzt und so weiter. Möglichkeiten hat man ja viel. Wir schauen dann mal, ne? Das war jetzt wie gesagt nur mal, um den einen Gartenzweig dort freizuschalten. Ich sage, wir kümmern uns einfach mal um die täglichen Aufgaben. Was haben wir denn heute? Hier ist gar nichts zum Pflücken. Ein Ding. Nur gar nicht zum Pflücken, was ist das? Aber das ist ja jetzt Enttäuschung für mich. Gut, wir werden erst jetzt hier das Unkraut rausholen. Natürlich wichtig. Haben wir doch ja noch mal irgendwo Unkraut. Also, ne? Genau, weg damit. Den Dünger sammeln wir ein. Wie gesagt, Dünger haben wir jetzt wirklich sehr, sehr viel aktuell. Komposter gefüllt, ja. Nicht zum Ernten ist, das wundert mich aber jetzt jeden Tag, was erntereif an einem Tag, die Paprika. Also nicht immer jeden Tag zum Ernten. Die müssen wir gießen. Okay. Ja, lasst uns mal hier erstmal den Komposter kümmern. Zack. Langsam wird es, wird es heute, ne? Morgen nochmal. Dann sind die Säcke weg. Gut, okay, dann wird es bald soweit sein, dass wir schon wieder den Rasen mähen müssen. Ihr seht, es geht schon wieder recht hoch. Lass mal kurz das nötige Gießen, was zu gießen ist. Was haben wir denn dann hier? Der Sprinkler steht ein bisschen doof wahrscheinlich. Ist das das und das? Jawohl. Jetzt gießen wir unsere Aubergine. Dann haben wir hier die Chilis, ne? Das, was war das eigentlich hier? Wieder leer. Ein Gartenschlauch wäre nicht schlecht, den man anschließen kann, ne? So. Hier waren noch. Genau, das waren jetzt die Stockrosen. Oder? Ne, die St. Paul, ja, ist das. Entschuldigt. Das ist das. Und dann war es das schon. Dann lasst uns mal hier rüber schauen, was wir für neue Ware im Laden verfügbar haben. Denn irgendwas ist hier über Nacht passiert. Stockrosen. Bestelle entfällt mit 16 ausgewachsenen Leberbalsam. Ach, das war ja auf der Seite, Leute. Genau, genau. Guckt mal da. Hätte ich jetzt so fast vergessen.
pflücken wir mal, dann schauen wir mal, wie wir weiter verfahren. Und als nächstes freischalten auf jeden Fall werden wir die Stockrosen jetzt pflanzen, damit wir dann endlich die Aufgabe des Balls fertig bekommen. Die St. Paul, ja, die braucht noch ein bisschen. Erntereif in 9 Tagen erst. Dann haben wir die Hochzeitaufgabe fertig. Genau. Also besorgen wir uns mal 6 Stockrosen. Sechs Stück hat man gesagt. Genau. Kosmisat. Besitze 20 Blumen in Hochbeeten oder Töpfen. Das wollten wir auch mal schauen, wie das aussieht und wie sich das verhält. Das können wir uns ja mal anschauen. Und hier. Becherprimeln, 10 Becherprimeln ernten. Becherprimel freischalten. Ernte 14 St. Paul, ja. Und wir haben 8 gepflanzt, ne? Das ist richtig? Ja, wir könnten ja nochmal 6 nachpflanzen. Die Pflanze war noch daneben, genau. Stockrosen, mein Fehler. Wir wollen ja die St. Paul hier. Die setzt mal hier mit her. Geht das jetzt hier wieder nicht ran? Versteht man nicht, ne? Was ist jetzt hier anders? Gut, gleich gießen. Das haben wir, die Stockrosen. Wollen wir die hier mit hersetzen? Könnte man eigentlich, ne? Haben wir auch gegossen. So, sieht ja erstmal gut aus für heute. Ich würde sagen, wir fackeln jetzt erstmal gar nicht lang und tun gleich entsprechend mal einen Tag vorspringen. Oder können wir noch was vorbereiten? Brauchen wir denn? Hier müssen wir Zäune bauen. Okay, dann hätten wir den Mähroboter. Wäre natürlich auch geil, wenn man den endlich freischalten könnte, ne? Für den Mais. Und ernte 16 Melonen. Das heißt, wir könnten ja mal Melonen 16 Stück kaufen. Dann machen wir hier die Kürbisse wieder weg. Die haben wir ja gestern geerntet, jawohl.
Können wir natürlich auch nicht gießen brauchen, ne? Aber unser Fehler. Komm, geh mal weg, alte Katze. Wie macht man das jetzt am dümmsten? Sollen wir das wirklich wieder mit dem Rasenmäher platt machen? Oder mit der Schippe? Wartet mal, wir haben doch hier unseren Spaten, ne? Da gar nicht, muss ich das wirklich mit dem Rasen mehr platt machen? Na gut, dann machen wir das halt. Weil nehmen wir es mal richtig. Im Normalfall wäre die Pflanze jetzt weg, ne? Hier war ein Goldnugget. Gut, und dann nehmen wir halt den Rasen mehr. Fahren mit dem da drüber. Hoppala. Na, so. Haben wir auch. Und mal den wieder wegstellen. Die beiden Säcke. Gut, dann sind die Komposter wieder versorgt, 2 Tage. Jetzt wollten wir die Melonen hier anpflanzen. Zähne, 11, 12, 13, 14. Haben wir. Sehr schön. Den hier hinsetzen? Nee, müssen wir schon hier in die Mitte machen. Dann bekommt der wenigstens 4 Pflanzen. Ja. Gut. Dann hier die 4. Und die. Lasst uns noch mal ein paar Sprinkler einstecken. Oder haben wir noch welche im Lager? Das ist unser Dünger? Nee. Könnte man sowieso nach und nach mal auffüllen, unser Lager, ne? Wo ist denn jetzt... wo war denn das? Das gibt's doch gar nicht. Wo war denn das? Bin ich jetzt blind? Rasensprenger, da sind sie doch. Leute, so blind ist man manchmal. Paket jetzt. Sollte mal die Gießkanne, kann man wieder wegpacken. Auch so genauso. Und
Zeig mir her die Sprenger, die Rasensprenger. Der wird gegossen. Den setzen wir aber dann noch hier hin. Dann sind die alle schön auf den dort. Jetzt müsste es doch eigentlich passen. Der ist fertig. Die sind jetzt fertig, genau, fertig. Haben wir. Ja. Das ist da, ich bild mir fast ein, ich überlege mir schon die ganze Zeit von nebenbei, wenn man sagt, in die Ecke macht man nochmal so ein eine Plattform, wo dann das Gartenhäuschen steht und wo dann die Hängematte hängt und auch der Sonnenschirm steht. Würde mir fast ein, wir kommen und dann beten dann nicht mehr ganz so hin. Gut, klar, man könnte sie auch mischen, ne? Ich hätte halt, wir fahren mal jetzt hier, wir haben jetzt von jeder Pflanze 1, 2, 3, 4, 5, 7 Stück in der Reihe. Würde ich halt von jeder Sorte so weitermachen, ne? Jetzt haben wir hier Paprikas. Wir legen uns mal schlafen. Schauen wir, was der neue Tag bringt. Wartet mal. Stück für Stück. Der Hahn kräht. Ja, seht ihr, und schon ist es wieder an der Zeit, wo wir eigentlich Rasen mähen müssen. Ernte Paprika, jawohl, die nehmen wir uns jetzt natürlich. Aubergine. Haben wir. Jetzt auch nochmal alles voller Paprika. Komposter ist auch fertig, sehe ich. Das ist sehr gut. Wenn wir gleich wieder einsammeln, dann müssten wir auf jeden Fall noch mal schauen, dass wir gleich wieder einen Rasenschnitt verpassen, dass das ein bisschen vernünftig bleibt. Gut. Unkraut. Mit Unkraut jede Menge. Hier noch mehr, hier so. So, war sonst noch irgendwo Unkraut? Was zu sehen? Hier so. Nichts, ist halt auch alles noch sehr leer, ne? Ihr seht es ja. Hier unsere Stockrosen. Mal hier Unkraut. Das backt immer ins Haus rein. Ja, komm, nicht im Weg rum. Naja, du spinnst wohl. So, der Komposter kann arbeiten. Jetzt machen wir dasselbe. Wir machen jetzt hier. Hier kommt unser Rasenschnitt rein. Jawohl. Einmal den Sack. Und den. Wenn wir uns nämlich jetzt unseren Rasenmäher dann nehmen. Was ist denn hier los?
Erstmal gießen, aber dann unter den Rasenmäher uns nehmen, kommt ja wieder jede Menge Säcke dazu wahrscheinlich. Gießkanne wollte ich eigentlich erst nehmen. So, wo fehlt uns jetzt? Das alles gegossen? Durch die Sprinkler, jawohl. So, sehr schön. Dann, wenn wir dann sagen, okay, wir sind jetzt soweit, dass wir alles freigeschalten haben und wir dekorieren unseren Garten, werden wir das sowieso so machen, dass wir dann viel mit diesen Rasensprengern arbeiten. Das ist immer schön bewässert ist automatisch. Ne? Das gönnen wir uns dann einfach, weil anhand vom Geld sieht es ja aktuell richtig, richtig gut aus. Auf der Seite war nichts. Haben wir versorgt. Stockrosen. Brillante Qualität. Wir haben gestern vergessen zu düngen, ne? Die Stockrosen, Leute. Müssen wir jetzt unbedingt machen. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu spät. Dann ist ein Erntereif in 2 Tagen. Uiuiui, das haben wir wohl versaut. Ja, mal schauen, vielleicht kriegen wir es hoch in 2 Tagen, ich glaube es nicht. Müsste morgen nochmal geerntet werden. Dann haben wir wahrscheinlich nochmal Stockrosen. Nochmal neu machen müssen. Ganz schnell mal hier durchgemäht. Ich würde dann sowieso mal interessieren, wie das dann mit dem Mähroboter läuft, ob der uns auch so Säcke hinwirft oder ob das dann sozusagen mit dem Rasenverschnitt wegfällt mit den Säcken. Würde mich dann echt mal interessieren, Leute, wie das gemacht ist. Wenn wir dann soweit sind. Durch die Seite, sehr schön, sehr schön. Was Unkraut weggemacht, ne? Nee, das war so ein Müllsack, den wir reingeschmissen haben. Gut, okay, dann ist es so. Aber ihr seht, wir kriegen langsam Ordnung in unseren kleinen Vorgarten hier. Ja, weg da. Rasiere ich dir den Schwanz mit dem Rasenmäher. Ja, brauchst du gar nicht meckern da im Hintergrund.
in dem Weg stehst. Selber schuld. Fähigkeitspunkt für was denn jetzt? Fürs Rasenmähen? Habe ich einen Meilenstein erreicht dann? Der Meisterrasenmäher oder was? Halt auch ungern alle Säcke auch vom Rasenmähen jetzt hier verkaufen, also in den Mülleimer werfen. Also halt, guck mal, gibt halt schön Dünger, ne? Im Komposter. Und den Dünger teuer kaufen wäre ja Quatsch. Meiner Meinung nach. Säcke hauen wir noch gleich wieder schön zur Seite. Rasenmähen her. Haben was. Ich stelle mal wieder weg. Die Gießkanne legen wir weg. Und mal kurz aufräumen. Der Sack kann hier stehen bleiben. Mal hier noch ein Säckchen. Ansonsten ist auf der Seite nichts. War hier drüben was. Der eine. Mal dahin. Oh, Leute. Den hier aus dem Melon rausholen. Wir haben schon wieder ordentlich Säcke dazu jetzt durch das einmal Rasenmähen. Und Ordnung ist, ne? Ist das Unkraut, wird dann entsprechend in den Komposter geworfen. Morgen wieder am nächsten Tag. Ja, ansonsten denke ich, wird es langsam, Leute. Ich sage natürlich wie immer vielen, vielen, vielen Dank, dass ihr reingeschaut habt. Gebt gerne mal so ein paar Wünsche oder ein paar Tipps, wo ihr sagen würdet, okay, macht doch das so und so. Selbst auch mit der Beeteinfassung. Ich glaube, jetzt mit diesen Steinen, die ich da gelegt habe, so richtig ist das nicht gemacht, wie ich es gemacht habe. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, wie gesagt, Dankeschön und bis bald. Euer AC Grünkohl.